Wir machen da weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Im Treppenhaus. Guten Morgen, herzlich willkommen zu Tag 3. Ich stehe jetzt hier an einem ganz wichtigen Treffpunkt, dem Aufzug. Das ist irgendwie so der Dreh- und Angelpunkt des Ganzen. Und ich habe richtig Aufregendes vor heute, denn ich darf bei einer Gespannprüfung 2.0 dabei sein. Da werden Halter und Hund also auf Herz und Nieren geprüft. Nee, es kann ja auch wirklich einfach gut laufen. Es geht da wirklich nur um konstruktive Kritik, was man noch optimieren könnte und eine Einschätzung des Hundes und natürlich auch des Halters. Und für mich ist es besonders spannend, weil ich das ja selbst schon mal gemacht habe. Ich bin Tanja, das hier unten ist der Haras. Du bist die Prüferin, die jetzt dieses Wochenende hier ist. Ja, mein Name ist Tatjana Rusch, ich bin Tierärztin, bin seit über 20 Jahren in eigener Praxis tätig und habe mich spezialisiert auf den Fachbereich Verhalten. Die Zusatzbezeichnung inne, also Verhaltenstherapie, auch noch die Zusatzbezeichnung Akupunktur und Homöopathie. Ich zertifiziere in Niedersachsen auch die Hundetrainer, also sprich, ich überprüfe die Sachkunde von Hundetrainern. Und ja, also eigentlich, glaube ich, heiße ich mit zweiten Vornamen Hund. Ja, jetzt geht's los. Ja, alles klar, ich mach die Kehrt, ihr seid jetzt nicht gerade durch so eine komische Kehre gegangen, ja, um an den Überweg zu kommen. Dann ruf ihn jetzt mal an, bitte. Wie die Prüfung gelaufen ist, erfahrt ihr in einem weiteren Video. Hier an dieser Stelle erstmal ein paar Eindrücke. Haras, wir haben gelernt, dass du extrovertiert bist. Warum liegst du unterm Tisch? Ja, der macht sich auch wieder richtig. Dem geht's gut, ne? Der hat sich sein Päuschen verdient. Noch ist der Raum leer, aber ich bin mir sicher, er wird sich gleich füllen. Und da kommt schon die erste. Ach, die Tanja wieder. Die kennt... Setzen Sie jetzt in die erste Reihe. Das ist ein Stuhlkreis, wird schwierig, ne? Ich heiße Bernd. Mit Nachnamen Schröder, aber ich sage natürlich Bernd. Ich bin Hochschullehrer an der Tierärztlichen Hochschule. Mache dort Physiologie. Der Rocco und ich, wir hören hier gemeinsam zu. Ne? Rocco, guck mal da hin. Guck hier mal. Ganz aufmerksam. Einer von unseren Tieren, der kommt auch immer an und legt dann, wenn ich auf dem Sessel bin, dann geht er auf den Zweier. Ich vermute, dass die aufstehen werden, so nach 500 Hertz oder so. Das habe ich jedenfalls hier beobachtet. Jetzt, ich höre was bei 50. Hört ihr was? Ja, das ist so rum. Wir sind jetzt bei 80 Hertz. Ich hebe ab. 80 Hertz ist ungefähr, was einige Wale benutzen im Atlantik. Wir sind jetzt bei 150 Hertz. Die ersten Hunde bewegen sich. 400 Hertz. 800 Hertz. Über 1000 jetzt. 2000 gleich. 3000. 5. 9. Steig aus. Ja. Nee, ist noch deutlich. Immer noch? Oh, jetzt wird's unangenehm. Jetzt ist weg. Nee. Ich will ja nicht angeben oder so, ne? Aber wer hat von seiner Gruppe am besten gehört? Jetzt wird's aber nochmal abenteuerlich, denn ich werde jetzt etwas tun, wovon ich dachte, es sei nahezu verboten. Aber die Halterin erlaubt mir, mit ihrem Hund zu laufen. Oh, ich bin aufgeregt. Voran, ne? Ich bin jetzt eine gespannte Prüferin. Mit voran kannst du den starten wollen. Voran. Okay. Wo ist mit mir hin? Er will mit mir da runter. Ja, vielleicht sagst du ihm noch mal, wo du hin willst. Okay. Aha. Kannst du auch ohne Namen. Und stopp. Steh, stopp. Steh, stopp. Steh, stopp, stopp. Links sofort. Super. Ist eben nicht so gut. Ja. Super. Das ist super gemacht. Gut gemacht. Ich glaube ja, Haras ist sein Frauchen wirklich lieber. Aber es war für mich eine total krasse Erfahrung, mal mit einem Labi zu laufen. Schäferhunde führen doch ganz anders, habe ich das Gefühl. Also ich kann jetzt nur 1:1 vergleichen. Aber es ist ein Wahnsinnsunterschied.
So, wir haben immer das Glück, jedes Jahr beim Seminar sind auch mehrere Firmen anwesend, bei denen wir shoppen gehen können. Es riecht auf jeden Fall nach Leder. Okay, Kuscheltiere. Kuscheltiere. Mega viele. Kuscheltiere. Was, ich weiß nicht, ja, wir sind jetzt hier in dem Hundeparadies, ne? Ja. Was gibt's denn hier alles? Also hier gibt's also auf Schwerpunkt alles um die Binden für Hund. Halsbänder, Leinen, Kennlege, Führgeschirre. Und ihr kooperiert also dann mit den Haltern, um auch neue Geschirre zu entwickeln? Ich soll sagen, durch das Feedback, was ich alles bekomme oder auch der Erfahrungsaustausch, was wir haben, dadurch kommen wir auch mal auf neue Ideen oder Verbesserungen von den Wartenführgeschirren und sagen wir das als sogenanntes Miteinander. Und wir praktisch dann immer wieder sagen wir, dass jedem so versuchen, sein Handicap zu lösen. Wir haben jetzt hier zwei Führgeschirre. Einmal ein ganz, ganz leichtes Modell. Ich sag's euch, das kann man so einfach. Das wiegt nichts. Also es gibt einen riesigen Unterschied zwischen den Schweregraden, hätte ich fast schon gesagt, zwischen dem Gewicht. Das hier zum Beispiel, das geht eher in die Richtung von meinem, ist wesentlich schwerer. Das heutige Abendprogramm ist auch wieder vielversprechend, denn es gibt eine Tombola und danach gibt es die Kürung vom Führhund des Jahres. Du darfst jetzt mal los, Osten. Leider verloren, nein, Quatsch. 41. Was habt ihr denn für Nummern? 25, 29, 39 und 41. Wir drücken die Daumen. Wer es nicht glaubt, hier im Raum liegen ungefähr 30 Hunde. Wir sind voll der Loser-Tisch. Wir gewinnen gar nicht. Bei uns hat noch keiner was gewonnen. Es ist 3, 4, 5. Wir haben zu hoch gegriffen. Ja! Yeah! Ja! Ach, selber komm ich jetzt in die Kamera? Ja! Bin ich jetzt im Fernsehen? Nein! Schade. Hast du schon mal den Hauptgewinn gemacht? Ja. Was war das? Kostenlose Teilnahme am Seminar im nachfolgenden Jahr. Oh, voll schön. Das war richtig toll, ja. Leder ist da drin. Oh, noch eine Tüte. Und Pulli. Tasche. Eine Tasche. Also ich habe erstmal ein Heft gefunden. Ja. Ein Anhänger. Oh, wie schön. Wir haben festgestellt, es ist eine Bauchtasche, wahrscheinlich für Leckerlis und Co. So, für alle, die jetzt nicht aus Niedersachsen und Bremen kommen, ist das jetzt ein völlig langweiliger Punkt. Weil wir kommen zur Verleihung des Titels Führhund des Jahres. Hier steht drauf Nico, Führhund des Jahres. Wo ist er? Ja, komm, Freunde, ja, jetzt hier. Nico, mein Großer, komm mal her, guck mal, das ist für dich hier. Eine Urkunde. Ja, in Besitz genommen, ne? Du bist so aktiv und hast dir in einem Dreivierteljahr Hannover und Umgebung schon so toll erobert. Hut ab dafür. Ich glaube, ich wäre für manchen Weg zu faul gewesen. Ich habe mir hier mal eine ganz wichtige Person geschnappt und die wird sich jetzt für euch vorstellen. Ja, mein Name ist Gerda Mittag. Ich komme aus Hannover, bin Arbeitskreisleiterin. Und kannst du jetzt mal allen, die jetzt vor dem Bildschirm sitzen und sich fragen, wie sie hier hinkommen können, erzählen, für wen ist so ein Seminar? Ja, hauptsächlich ist das Seminar für Blinden, für Hundhalter und Interessenten aus Niedersachsen und Bremen. Wenn da noch Plätze frei sind, dann öffnen wir uns auch für alle anderen Bundesländer. Ich kann nur sagen, versucht es, probiert es aus. Wir haben eine Internetseite, bfh-niedersachsen.de. Ja, also ich packe alle Informationen selbstverständlich in die Infobox. Dann vielen Dank. Das war definitiv wieder ein sehr ereignisreicher Tag. Und wir feiern jetzt auf jeden Fall noch Nico und Gudrun. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Und somit ist auch schon der letzte Tag. Ich glaube, ich brauche euch gar nicht erzählen, wie schnell die Zeit verging. Und jetzt geht's wieder auf ins Vergnügen. Nein. Geht nicht auf ins Vergnügen. Ich habe mal wieder mein Namensschild vergessen. Und hier gibt es gleich einen Vortrag über Verhaltenstherapie. Was über Verhaltensprobleme beim Hund berichten zu dürfen. Vom Programm her wisst ihr ja schon, dass mein Name Heike Schröder ist. Ich arbeite seit 1999 als Tierärztin. Habe 4 Jahre in der Tierärztlichen Hochschule verbracht und mich da schwerpunktmäßig mit der computertomografischen Untersuchung von Hundegehirnen beschäftigt. Und seit ungefähr 7 Jahren beschäftige ich mich schwerpunktmäßig mit der Tierverhaltensmedizin. Gut, also unser Thema: Verhaltensprobleme beim Hund. Verhaltensstörungen sind erstmal ganz strikt abzugrenzen von sogenanntem störendem Verhalten. Ich sage jetzt mal einfach so als Themen: der alt werdende Hund. Dann hatte ich ja schon gesagt, wir haben das Thema Hund,
Hund gesund? Was machen unsere Hunde, also wirklich, wenn sie wirklich völlig frei am Spielen sind? Wie wird eigentlich Hundefutter entwickelt? Welche Kriterien sind da drin? So, es ist geschafft. An dieser Stelle darf ich mein Namensschild feierlich abnehmen. Das war's jetzt wirklich schon. Das ging so schnell vorbei. Ich muss euch, glaube ich, nicht mehr erzählen, wie begeistert ich von dem Ganzen hier bin. Und es ist meine persönliche Meinung, die ihr hier erfahrt. Ich kann es also von ganzem Herzen empfehlen, es mal auszuprobieren, wenn ihr euch interessiert, wenn ihr schon einen Führhund habt. Man wurde auch sofort in der Gruppe richtig aufgenommen. Also man fühlt sich hier nicht fremd, sondern sehr aufgehoben. Das Personal war super. Es war einfach rundum gelungen und ich bin ganz, ganz dankbar dafür, dass ich diese tolle Erfahrung erleben durfte. Und alle Kontaktdaten, die findet ihr nochmal in der Infobox. Und dann sage ich, bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschö. Ich kann gar nicht winken, hier ist mein Blindenstock. Also stellt's euch vor, ne? Tschö.